Kaisers präsentiert Berlin kocht. Diao an, Toitin Sarah. Kennen Sie eigentlich Mr. Hai? Der ist heute mein Auftraggeber. Mr. Hai hat gesagt, Sarah, alles, was wir für unseren Job heute brauchen, findest du hier bei Kaisers in der Hohefeldstraße. Mr. Hai hat gesagt, Sarah, dein Weg führt dich zur Fischtheke. Dort wirst du schon erwartet. Hallöchen. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Hai schickt mich. Ah, Fisch für Mr. Hai. Einmal Thunfisch und Lachs. So, bitte schön. Ja, danke schön. Einen schönen Tag. Tschüss, noch. Ciao. Oh, was ist das? Eine Nachricht von Mr. Hai, aha. Einkaufszettel. Schauen wir mal, was Mr. Hai da so notiert hat. Frischen Thunfisch und Lachs haben wir ja schon. Fehlen noch? Lachskaviar, Avocado, Sesamöl, eine Gurke, Sojasauce, Olivenöl, Limetten, Ingwer, Lauchzwiebeln, Kopfsalat und Reispapier. Damit dürfte der Auftrag des großen Mr. Hai erfüllt sein. Haben wir alles? Ja, das müsste alles sein. So, jetzt aber schnell. Ein Mr. Hai lässt man schließlich nicht lange warten. Wer ist denn eigentlich dieser Mr. Hai? Hey, ich bin Mr. Hai. Da ist bei der Restaurant von mir, da ist Kabuki-Sushi-Bar und das ist Sabuki-Bar. Und in seinem neuesten Restaurant im Shabuki bin ich jetzt mit dem legendären Mr. Hai verabredet zum Kochen natürlich. Erstmal hallo Mr. Hai. Hallo, wie geht's? Gut geht es mir, danke. Und vor allem auch, wenn ich diese frischen Zutaten hier sehe. Wir haben hier wirklich einen ganzen Lachs liegen. Ich glaube, so frisch haben wir bei Berlin kocht noch nie gekocht. Was? Ja, also nicht nur Thunfisch, nicht nur Lachs. Genau. Wir haben einen Thunfisch hier. Den hier zum Beispiel? Ja, Thunfisch hatten wir in der Woche, zweimal in der Woche. Und bestellen wir Thunfisch, ganzer Thunfisch und schneiden wir einfach ab. Weil wir filieren einfach selber und wir wissen genau, welche Qualität für Sashimi und welche Qualität für Nigiri oder Maki. Also ihr kriegt einen ganzen Thunfisch geliefert. Was, was wiegt der? Zwischen von 50 bis 80 Kilo. 80 Kilo, also ja, manchmal schwer, manchmal mit 200 Kilo. Also wirklich hart arbeiten. Wahnsinn, also der Lachs ist ein bisschen leichter. Und heute haben wir den ja schon filetiert, den Thunfisch. Was machen wir daraus? Ein Carpaccio wird es, glaube ich. Ja, Carpaccio, wir machen heute Thunfisch Carpaccio. Das ist ein sehr gutes Gericht von meinem Laden. Und ist sehr gut angenommen. Und Thunfisch Carpaccio machen wir mit Sojasauce und Limettensaft. Ja. Und Lachskaviar. Genau, und Lachskaviar haben wir hier vorne auch stehen. Richtig, also die ganzen exklusiven Zutaten, die heute mit reinkommen. Genau. Wie filetiert man denn so einen riesen Lachs? Also ich wüsste überhaupt nicht, wie ich jetzt hier anfange. Okay, ist schwer zum Anfangen, aber ich kann dich langsam erklären, wie man Sichtung, wie meine, also die Schulung ist sehr, sehr schwer, wenn man einen Lachs schneiden. Mhm. Aber einfach. Kannst du Kopf schneiden? Ich kann den Kopf abschneiden, ja. Ah. Kannst du? Ja. Versuch mal, ja? Ich bin dabei, keine Angst, ich bin dabei. Okay. Ach du je, also der arme Fisch wird jetzt geköpft und das Messer ist auch scharf, ne? Sehr scharf. Also die Finger weg. Das ist ein bisschen schwerer. Kraft geben, unterdrücken, hacken, fertig. Okay. Oh, da wird es nicht so ganz. Ja. Das letzte bisschen. Das schaffst du. Bravo. Genau, ist richtig. Okay, wow. Ja, hallo Sarah, hat er gut geschafft. Lachs schneiden. Also das Wichtigste ist es... Genau, eines schneiden und sehr langsam. Nochmal und los. Und da genau. Und siehst du, da ist, guck mal, ganz sauber. Toll. Wie lange übt man das? Oh, das wird Talent an. Also ich werde Thunfisch für meine Mitarbeiter immer fordern. Der muss mindestens 100 Stück schneiden und dann können sie anfangen besser so. So, die Baulappe muss weg, ganz einfach, zieh einfach durch, nur einmal zieren, einfach zieren, bis zum Ende schneidest du ab. Dann hast du Lachs. Die Kräte, das ist die Kräte dabei. Ja. Ja. Die schneidest du raus gleich, ja? Nicht schneiden, ich zieh einfach Zange raus. Okay. Ja, seid ihr? So, zieh einfach Richtung, aber nicht der Fit anpassen, okay? Ja. Okay, das ist so eine kleine Frimselarbeit dann jetzt, ja? Also so ein bisschen...
vorsichtiger. Ich kann sagen, also ich liebe meine Beruf nicht, Koch, da ich bin eine Kunst, eine Art dabei, ja. Und das Wichtige, weil das Messer sehr scharf, immer aufpassen. Ja. Nur diese Messer von Japan, neue Messer, da ist sehr scharf und dann muss man lange sein, mit ihm zusammenarbeiten, wie eine Freundin und kann ihn besser verstehen, sonst schneidet er Dinge ab. Was brauchen wir denn jetzt noch für das Carpaccio? Wie machen wir weiter? So, erstmal macht den Fisch fertig. Hm? Wie lange bist du denn eigentlich schon Koch? Du bist ja oder hast ja auch in der ehemaligen DDR gearbeitet früher, ne? Das ist richtig? Ja, es war eine Gastarbeit in Berlin, von 1988. Und ich einen Vorteil, meine Mutter hat ein Restaurant, kleine Imbiss, und habe ich gelernt, wie man kochen kann. Aber das Wichtigste, von man gelernt haben, man hat Geschmack und Zunge. Und ist der wichtig, ein Kocharbeit, der Zunge ist wichtig. Ein Schauspieler muss man lächeln, will man einmal spielen. Und der Koch muss einfach die Zunge und ist motiviert bei Kochen, ist man kreativer. Außerdem, ich bin Vietnameser und bin kreativ ohne Ende. Mit dem Carpaccio und wir werden jetzt flambieren. Es wird ein bisschen heißer hier am Teller. Ja, jetzt ich zeige euch oder dich, ja? Wie kann man flambieren? Zum Beispiel, nimm einfach Olivenöl hier. Okay. Ja, ein bisschen eine über kleine den Rübe, nicht hier, und dann drüber, ja? Massieren den okay. Fisch. Hallo. Schön einmassieren. Genau. Und da ist Fisch dabei. So. Ja. Nimmst du einfach und klick. Ah, okay. Tagstemperatur von der Fisch. Eine Seite, du? Machst du weiter? Ja. Und die andere Seite nicht? Also nur überall? Eine Seite, bitte. Okay. Ja. Mehr wie du kannst. So, ja? Ja. Am Rand auch aber noch, langsam, oder nicht ja, mehr? Ja, anderen auch. Komplett. Huch. Oh. Das wird ein bisschen wärmer hier. So, wir haben eine Fisch. Das nenne ich doch mal ein schön flambiertes Stück. Ja, genau. Thunfisch. Und das ist roh. Jetzt richtig bei Schneiden. Ja. Und das bleibt auf der anderen Seite roh? Genau. Ja? Da ist für die erstmal für den Geschmack, nach Rauchgeschmack. Und man riecht es auch schon, ne? Es riecht so rauchig, aber lecker. Wenn ich schneide, mache ich so, zum Ende, ich biege meine Messer und nach oben. Und dann habe ich ein sehr schönes Stück dabei, siehst du? Um den Thunfisch in so formschöne Scheiben schneiden zu können, sollten Sie sich ein japanisches Messer zulegen oder bei Mr. Hai in die Lehre gehen. Apropos formschön, Sarah demonstriert Ihnen hier das Legemuster Sonnenblume, dessen Blüte dann im Anschluss das Lachstartar bilden soll. Vorher gilt es jedoch, den frischen Lachs fein zu würfeln und Gleiches mit der Avocado zu tun. Weil sie echt multitaskingfähig sind, schieben Sarah und Mr. Hai gerade noch einen kleinen Sprachkurs zwischen. Sag mal, ciao an. Ciao an. Ja, aber richtig, ciao an. Ciao an. Richtig, gut gemacht. Klasse. Okay, also klasse. Wenn ich einen netten Vietnamesen kennenlerne, dann Ein Mann. Ja, ciao genau. Eine männliche Person in Vietnam. Ciao an. Ja, und wenn eine Frau dabei, du kannst der Höflichkeit ciao chi. Ciao, Chi. Oh, richtig, du kannst gut Vietnamesisch lernen. Der macht doch in der Schule. Aber einen guten Lehrer. Was heißt, ich habe Hunger? Em đói bụng. Em đói. Em đói bụng. Ja, em đói bụng. Bụng. Em đói bụng. Em đói bụng. Richtig. Genau, Hunger haben wir alle. Also nicht quatschen, sondern klotzen. Lachs und Avocado wandern in eine kleine Schüssel und sind dort in bester Gesellschaft mit 2 Löffeln Lachskaviar, Sesamöl und hauchfein geschnittenen Lauchzwiebeln. Fertig? Nö! Das Wichtigste fehlt noch. Mr. Hai's Spezialsoße nämlich. Die besteht aus viel Sojasauce, Olivenöl, Limettensaft, Saft von eingelegtem Ingwer und 2 Löffeln Lachskaviar. Umrühren. Fast fertig. Mr. Hai zaubert mit seinem Angebermesser noch schnell einen Tartarhalter aus einer Salatgurke und dann geht's ans Drapieren. Tartar in die Mitte, Kaviar obendrauf und natürlich Soße dran. Wir sind ja hier heute auch im Shabuki, das ist ja dein neuestes Restaurant. Aber mit dem Kabuki bist du bekannt geworden. Ja. Was ist denn an diesem Sushi-Laden am Kabuki so besonders? Es gibt ja 200-300 Sushi-Läden in Berlin. Die Sushi-Geschichte kennt mit jeder Leute in Berlin oder in Deutschland. Aber ich bin Vietnameser. Ich habe keine Rücksicht über japanische Richtung oder japanische Tradition. Ich mache Sushi ist eigentlich in meiner Richtung. Aber das Wichtige dabei ist, meine Top-Qualität bleiben und Service anbieten.
Und ich denke, das ist eine großartig, eine Baustein für meinen Erfolg. Nach einem vollen Erfolg sieht auch das fertige Carpaccio aus. Fehlen nur noch Mr. Hai's Super Sommerrollen. So, hallo Zuschauer. Jetzt zeige ich Ihnen ein besonderes Essen, Tradition Japanisch, Vietnamese, aber ich lasse einfach Tradition weg. Ich verrate Ihnen eine Sommerrolle. Das ist Reispapierrolle. Also machen Sie ein Wasser rein mit Zitrone oder Limette. Machen Sie ja, zwei Stück. Und zum Beispiel habe ich Lachs dabei, habe ich Tofu dabei und Gemüse dabei. Und natürlich gehört von Sommerrolle immer ein wichtig dabei, also Fisch, Zutaten, Gemüse. Aber jetzt kann man zum Beispiel Fisch oder Lachs oder irgendwie Garnele kurz anbraten. Aber ich meine, gewöhnlich, auch besonders Geschmack dabei, ist das Flambieren. So. Zwischenzeit, ich nehme einfach den Geschmack dabei, etwas Sojasauce und Öl dabei, Sesamöl. Und nochmal flambieren. So, dann ein Salat, kann kurz. Inoka, japanischer Fisch dabei. Zwiebel, Gurken in kleine geschnitten, in fein geschnitten. So, ich versuche einmal mit vegetarisch und einmal mit Lachs. So. So, einfach drehen, wie man Sushi-Rolle dreht, einfach um und langsam und mit Gefühl dabei, Augen zu und dreht durch. Dann Sie haben erst eine Rolle. Und ich versuche das zweite Mal mit vegetarisch Salat, immer. Und ich möchte gerne etwas von Minz oder du kannst Basilikum nehmen. Tofu dabei. Avocado, da ist gesund. Avocado. So. Dann, ich glaube, ich schaffe. Und zu Hause schaffen sie auch. Das ist meine vegetarisch. Bitte schön. Machen Sie nach. Guten Appetit. Und vietnamesisch isst man natürlich auch mit Stäbchen. Und zu unserem Testessen haben wir natürlich auch wieder an unserer Seite Hans-Peter Wodarz. Sie dürfen jetzt Lachs und auch Thunfisch Carpaccio probieren und auch Sommerrollen. Ich wünsche guten Appetit. Guten Appetit. Wunderbar. Mhm. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker aus, finden Sie nicht? Sehr gut schaut das aus. Mr. Hai, perfekt. Ich bin ja Stammgast hier bei Mr. Hai. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das erste Mal Sushi kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Das war Ende der 70er Jahre in Tokio. Wow. Da gab es noch kein Sushi in Deutschland, war völlig unbekannt. Heute haben wir, glaube ich, über 300 Sushi-Restaurants in Berlin. Und Mr. Hai gehört mit Sicherheit zu den Top 5. Dankeschön. Du hast uns irgendwie aber hier noch so ein Getränk hingestellt, was ich noch so ein bisschen beäuge, weil ich nicht weiß, was das ist. Ja, danke für die Stimmung heute dabei. Hat extra besonders eine Sake, dann Herr Wodarz, mit Wachteneier. Wachtelei. Wachteneier, Eigelb und Kaviar. Dieser, sag mal, auch zum Wort Vietnamese, Yo. Yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo. Yo und das Ganze auf Ex. Wachtelei das und Lachsei. Richtig gut. Lecker. Herr Wodarz, schön, dass Sie da waren. Und wir sehen uns natürlich auch wieder nächste Woche bei Berlin Kocht, dann mit tollen neuen Gerichten. Dieses können Sie hier auch schön nachkochen. Vietnamesische Küche. Ich sage tschüss bis nächste Woche bei Berlin Kocht. Und das Ganze jetzt nochmal auf Vietnamesisch. Kinh chào, Uyi. Kinh chào, Uyi. Toll. Dankeschön. Berlin kocht wurde Ihnen präsentiert von Kaisers.